Guten Tag, Herr Professor Rebenich. Guten Tag, Herr Wittmann. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Wir haben kürzlich über Ihr Buch Die Deutschen und die Antike gesprochen. Das gab einen Lesebericht auf dem Blog und dann hatten wir auch darüber gesprochen. Das kann man hier auf dem Blog sehen. Also unsere Leser, die auf dem Blog öfters wiederkommen, die kennen Sie schon. Gerade diesmal geht es hinaus in den Garten, der kultivierte Gärtner. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Der kultivierte Gärtner und sie zeigen uns die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten. Sie betonen im Titel ihres Buches den Zusammenhang von Garten und Kultur. In ihrem Vorwort erklären sie, der Garten wird als Lebensraum und Kulturobjekt verstanden. Welche Dimensionen der Kultur sind am wichtigsten, wenn sie in den Garten hinausgehen? Ja, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage, über die man also lange dozieren könnte. Der Garten ist in vielerlei Hinsicht ein Kulturgegenstand. Wenn Sie nur darüber nachdenken, welche Rolle er in der Dichtung spielt, in der Malerei, aber eben auch in der Geschichtsschreibung, darstellt, das ist sozusagen deutlich, dass jede Kultur, und das ist keineswegs jetzt nur ein europäisches Phänomen, aber dass jede Kultur, die sich ihrer selbst bewusst geworden ist und auch über ihre kulturellen Interessen nachdenkt, immer auch den Garten als Teil letzten Endes ihres Verständnisses, ihres Selbstverständnisses behandelt. Und wie gesagt, das können wir eben auf dem amerikanischen Kontinent genauso sehen wie auf dem afrikanischen. Und für Asien gilt es selbstverständlich auch. Garten und die Tätigkeit des Gärtnerns ist letzten Endes integraler Bestandteil der kulturellen Selbstverständigung des Menschen. Sie möchten Gartenbildung vermitteln. Diese Bildung hat für Sie auch eine historische Dimension. Genau. Also Gartenbildung ist sozusagen etwas, was für mich ganz wichtig ist. Der Begriff ist zwar ein Begriff, der erst in der neueren Zeit entstanden ist. Ich hatte darauf hingewiesen, also das Grimmsche Wörterbuch kennt diesen Begriff noch nicht. Er taucht dann erst im Laufe des 19. Jahrhunderts auf und hat dort schon eine bestimmte historische und auch politische Botschaft. Er wird häufig verbunden eben mit dem englischen Landschaftsgarten und mit der Freiheit, die in diesem Garten eben zu finden sein soll. Aber es ist für mich der Begriff der Gartenbildung reflektiert mehr jetzt nur als eine historische Tiefe, sondern auch die Reflexion des Tuns des Gärtners, die meines Erachtens notwendig ist, um sich eben davor zu bewahren, dass man schnelllebigen Moden anheimfällt, letztlich fremdbestimmt im Garten operiert, weil es der Nachbar macht, weil es im Gartenzentrum angeboten wird, weil es gerade in ist. Davon muss man sich frei machen. Es ist eine individuelle Tätigkeit, die letzten Endes auch die Interessen und die Vorlieben, die Erwartungen, die Hoffnungen, aber auch die Enttäuschungen, die man erfährt, im Alltag erfährt, dass die eben gespiegelt werden, auch in dem, was man im Garten tut. Es ist der Ort, in dem das Individuum frei sein kann mit seinen Vorstellungen, seinen Ideen und auch seinen Zielen. Gärtner umfasst für Sie Erfolg und Scheitern, aber auch, Sie schreiben aber auch, Gärtner bedeutet die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Gesellschaft. Genau, das ist ja sozusagen das, was ich jetzt versucht habe, deutlich zu machen, dass der Ort der Garten, dass der Garten der Ort ist, an dem man eben sozusagen immer wieder über sich selbst, über die Welt nachdenken kann, aber auch existenzielle Erfahrungen machen kann, wie eben Scheitern, wie aber auch Erfolg. Es ist der Ort der Entschleunigung, eben einfach mal festzustellen, dass nicht alles von heute auf gleich sozusagen zu erledigen ist, sondern dass man Geduld haben muss und
Man bekommt auch die Grenzen des eigenen Tuns vor Augen geführt, ja? Dass wir nicht alles erreichen, nicht alles umsetzen können, sondern dass die Pflanzen, die wir ausbringen, die wir säen, ja, dass das nicht alles sozusagen, auch wenn man noch so erfahren ist, dass dies nicht automatisch zum Erfolg führt, weil es Faktoren gibt, und sei es eben das Wetter, ja, die einen Einfluss ausüben. Also der Ort des Gartens lehrt eben auch Bescheidenheit, lehrt, man könnte heute sagen, Frustrationstoleranz, aber man könnte es auch christlich sagen, er lehrt Demut. Und dies ist aber auch wieder wichtig, dass diese Erfahrungen eigentlich nicht alleine nur gemacht werden sollen, sondern eben im Umgang mit Mitmenschen. Das ist das, was Epikur schon gesagt hat. Den zitiert man häufig, er habe formuliert, lebe zurückgezogen oder zieh dich zurück. Aber dieses Zurückziehen war für Epikur ein Zurückziehen in den Garten zusammen mit Freunden, mit denen man sich eben austauschen soll. Und gerade die Erfahrungen, die Erlebnisse, die man im Garten gemacht hat, die sollte man eben weitergeben. Die sollte man austauschen. Ja, in diesem Zusammenhang erinnern Sie an den letzten Satz von Voltaires Candide, il faut cultiver notre jardin. Das bedeutet ja, dass jeder den Blick in den eigenen Garten haben sollte, aber auch der darüber hinaus weiß. Es geht eben auch um die gesellschaftliche Verantwortung, jedem Gärtner aus seinem Garten erwächst. So ist es, ganz genau. Also das scheint mir sehr wichtig zu sein. Der eigene Garten darf kein Monument der Selbstisolation sein, des Selbstrückzuges sein. Sondern auch dort trägt der Gärtner, die Gärtnerin soziale Verantwortung. Und sei es nur schon in der Art und Weise, wie er sich mit Fragen des Umweltschutzes, der Ökologie auseinandersetzt. Ich habe Ihr Buch als einen wunderbaren Essay über die Gartenkunst auch verstanden, mit den Teilen durch das Jahr um die Welt, in der Geschichte mit Feder und Pinsel für die Gesellschaft. Das heißt, Sie sprechen zwar in Ihrem Vorwort von Vorlieben, aber dennoch stehen die Kapitel in Ihrem Buch und die ausgewählten Beispiele überhaupt nicht zufällig nebeneinander. Ja, das war schon ein Versuch, einzelne, natürlich zugegebenermaßen auch durch persönliche Erfahrungen, durch Erlebnisse, durch Reisen, durch Kontakte, durch die Lektüre, solche einzelnen Momente natürlich einzufangen, aber sie thematisch zu gruppieren und damit doch mehr oder weniger in essayistischer Form ein großes Panorama zu entwickeln, sowohl was die historische Tiefe anbelangt, als auch was die geografische Breite anbelangt und die thematische Vielfalt. Gärten haben auch eine Repräsentationsaufgabe. Versailles mit der Verbindung von Gartenpolitik und Herrschaft oder die enge Verbindung von Kultur und Gartenbau oder zum Beispiel auch wieder Rosengarten und die politische Repräsentation im Weißen Haus. Oder das Gartenreich von Dessau-Wörlitz. Und dann schreiben Sie, erinnern Sie daran, dass dieses Gartenreich den Garten von Ermenonville nachbildete und so ein Bekenntnis zu den Ideen der Aufklärung ablegt. Ich finde diese Verbindung sehr spannend. Ja, also sicher. Aber was Sie am Eingang sagten, monarchische Repräsentation in Versailles, auch die Gärten der Aufklärung sind natürlich auch immer Instrumente sozialer Distinktion. Das darf man natürlich nicht vergessen. Der Garten war und ist natürlich auch ein Repräsentationsobjekt, mit dem man den eigenen Status, aber auch die eigene Bildung entsprechend darstellen und sich von anderen unterscheiden kann. Deshalb ist auch natürlich die Frage wichtig, wie können alle diejenigen, die eben nicht über die materiellen Mittel verfügen, einen Garten selbst ihr eigen zu nennen, wie können die an den Erfahrungen des Gärtnerns, die ich beschrieben habe und die ich für wichtig halte, eben teilhaben? Also für diejenigen, für die der Garten nicht Mittel der sozialen Distinktion ist. Und da weise ich ja darauf hin, dass es hier auch sehr wohl neue Formen gibt und alte Formen. Ich sage nur die Schrebergartenbewegung, oder was wir heute natürlich feiern, das Urban Garden, die auch wiederum sehr wichtige gesellschaftliche Momente sind, die Personen zusammenführen, auch sehr unterschiedlicher Art, also damit auch soziale Integrationsinstrumente, darstellen gerade die Schrebergartenbewegung.
Ach, wie gerne würde ich jetzt die Bilder von, aus dem Park von Ermenonville zeigen. Ich muss gestehen, ich müsste erst wieder suchen. Ich glaube, es sind sogar Dias bei mir. Aber ich habe wenigstens bei der Besprechung Ihres Buches meine 15 oder 20 schönsten Gartenbilder aus dem letzten Jahr gezeigt. Ja. Gartenkunst, schreiben Sie, ist ohne die vielfältigen Standardwerke kaum denkbar. Werke wie das, ich nenne nur eins, von Marie-Louise Gottheil 1914, Werke wie dieses sind so manchem Gartenbuch von heute immer noch überlegen. Ja, dafür, das habe ich schon mal an anderer Stelle geschrieben, dafür bin ich sehr kritisiert worden, selbstverständlich von all den Kunsthistorikern, die heute auch einen großen, wichtigen Beitrag geleistet haben oder nach wie vor leisten zur Gartengeschichte. Gothain ist für mich natürlich deshalb nach wie vor spannend, weil sie als notabene Autodidaktin die Gartengeschichte geschrieben hat als ja, Teil einer allgemeinen Kulturgeschichte. Das heißt, für sie ist das wichtig, was auch für mich von grundlegender Bedeutung ist, den Garten nicht als isoliertes Objekt zu betrachten, sondern in die jeweilige Zeit, in das Soziale, in das Kulturelle, in das Politisch-Ökonomische, in das auch das religiöse Umfeld zu integrieren. Und wie gesagt, das hat Gothain natürlich zeitgebunden, aber auf meine Weise sehr eindrücklich vorgeführt. Von daher ist das Buch auch heute für mich noch lesenswert und ich empfehle es auch. Wenn natürlich die einzelnen Aussagen, die einzelnen Urteile, auch die einzelnen Kontexte, die sie entwirft, natürlich obsolet sind, also überholt sind und die Forschung dort weiter ist. Aber als Gesamtzugriff ist das Buch meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das hinzufügen darf, es unterstreicht natürlich auch die Bedeutung, die jetzt nicht nur das Gärtnern, sondern auch das Nachdenken über den Garten, die historische Kontextualisierung, die kunsthistorische Einordnung gerade für Frauen hatte. Der Garten war also gerade um 1900 auch ein Instrument intellektueller Emanzipation von Frauen. Zunächst in England und Amerika, aber das kam dann eben auch auf dem Kontinent an. Mit meiner nächsten etwas längeren Frage verbinde ich mein Bedauern, dass ich nur blogge über Ihr Buch und nur ein Gespräch mit Ihnen führen darf. Wenn ich Ihr Lektor wäre, würde ich jetzt mit Ihnen ein Buch besprechen über Garten und Literatur. Das wäre der nächste Band. Die beiden letzten Kapitel in Ihrem Buch sind der Literatur mit dem Obertitel mit Feder und Pinsel und gesellschaftlichen Fragen gewidmet. Vom Garten der Akinos, der in der Odyssee von Homer erscheint, geht das zum Hortulus des Walafrid von Strabo, der den idealen Klostergarten beschrieben hat. Auch hier gilt, dass die Auswahl literarischer Gartenzeugnisse, die könnte unvermittelt nebeneinander erscheinen, ist das aber gar nicht so, sondern es geht Ihnen wirklich konkret um die Verbindung von Literatur und Garten. Und dafür zeigen Sie emblematische, wirkliche Beispiele. Also es geht Ihnen wirklich um die Verbindung von Literatur und Garten, wie zum Beispiel auch mit dem Lindenbaum von Franz Schubert oder auch das Eröffnungsgedicht von Stefan George im November 1897, das Jahr der Seele. Genau, also das ist mir wichtig. Übrigens, seitdem das Buch jetzt angekündigt ist, habe ich schon zwei Nachrichten bekommen, dass gerade dieser Teil Garten und Literatur oder generell Literatur und Garten auch von anderer Seite bearbeitet wird. Also das nicht nur mich fasziniert, die Manifestation des Gartens in ganz unterschiedlichen Kontexten, sondern jetzt, ja, jetzt hat bei mir gerade das Telefon geklingelt. Aber Sie waren das, ich dachte, ich war das. das war mein Telefon. Ja, aber meine Frau hat es abgenommen. Also wir sind jetzt wieder ungestört. Also dieses Thema Literatur und Garten ist etwas, was ungemein fasziniert. Dort gibt es natürlich auch größere Darstellungen. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade von zwei Projekten gehört, die sich dem annehmen. Aber ich habe hier einfach versucht, auch hier wieder in der historischen Tiefe, wenn man sich die europäische Literatur anschaut und die mit Homer beginnt, ja, dann ist das dort der Garten schon Thema der Darstellung. Also wir haben den Garten des Alkinoos genannt, den ich eben am Anfang meiner Ausführung gestellt habe. Und es ist nicht auf die Literatur beschränkt. Es betrifft eben auch die Kunst, die darstellende Kunst, die Musik
Und das ist das, was ich eben auch eingangs meinte, mit der Reflexion über den Gegenstand des Gartens und das Tun des Gärtners. Das sind Dinge, aus denen wir auch aus der Literatur, der Musik, der darstellenden Kunst Anregungen empfinden und übernehmen können, die es uns auch erlauben, unseren eigenen persönlichen Gartenstil zu entwickeln. Weil auch nun Gedichte, aber auch nun Bilder bestimmte Sichtweisen auf Gärten entwickeln, eine Dynamik auch nun, gerade wenn Sie sich das Gemälde nun angucken, das ich gesprochen habe, die Gartensiedlung von Paul Klee, die uns lernen, ja, mit welchem faszinierenden Blick man nun ganz unterschiedliche Elemente aus dem Garten herausgreifen und in den Mittelpunkt stellen kann. Also sehr, sehr faszinierend, weil es deutlich wird, dass hier auch ein individuelles Element ganz zentral ist, dieser individuelle Blick auf den Garten, etwas ist, was grundlegend ist für Gartenbildung. Und die können wir eben auch durch die Lektüre, durch das Betrachten, durch das Hören von Kunstwerken eben in der Tat erwerben. So, eigentlich müssen wir jetzt aufhören, weil die ästhetische Dimension des Gartens eigentlich auch der Garten überhaupt ist. Aber trotzdem, Sie können auch im Garten die Folgen des Klimawandels beobachten. Richtig, klar. Ja. Ja. Es ist also allein so ein unprosaisches Thema am Schluss. Nein. Das gehört auch dazu. Genau, also das habe ich ja auch mit aufgegriffen. Genau, also auch ein paar Tipps, wie man im Sommer gießen soll. Das ist ja auch so durchaus so, dass ich ein paar praktische Ratschläge gebe. Sicher, jeder, der Gärtner hat, weiß das, dass der Klimawandel da ist und uns alle natürlich betrifft. Es gibt welche, die jetzt froh sind, weil jetzt natürlich auch in rauen Breitengraden nun auf einmal Pflanzen wachsen, von denen man vorher gar nicht gedacht hätte, dass sie dort gedeihen. Ja? Auch der Wein, der immer weiter sozusagen in den Norden vordrängt, was man alles mittlerweile an Weinreben pflanzt. Aber neben diesem positiven Effekt, wenn man es mal so bezeichnen möchte, stehen natürlich massive Beschränkungen, die wir alle erleben. Und das sind auch der Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser, der reflektiert sein muss. Man muss darüber nachdenken, ob man sich, was man sozusagen an Pflanzen einbringt in die Erde, wie man es mit dem Rasen hält und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen etwas, was Teil auch der ökologischen Verantwortung des Gärtners darstellt. Allerdings gilt auch hier ein gewisser selbstbewusster Umgang mit modischen Strömungen, was ja mittlerweile alles zu Neophyten erklärt wird, die man ausreißen soll. Da denke ich auch, dass wir zum Teil weit über das Ziel hinausschießen. Ich würde also da auch zu einer größeren Gelassenheit doch raten. Wenn wir uns anschauen, Gärten leben immer von Pflanzen, die auf Wanderschaft sind und die von unterschiedlichen Kontinenten zu uns kommen. Ja? Herr Professor Revenich, vielen Dank. Ich hätte das Interview so gerne in einem Garten auf einer Bank gemacht und hätten Sie uns aus Ihrem Buch etwas vorgelesen. Aber der Blick in Ihre Bibliothek ist eine gewisse Entschädigung für dieses Fehlen des Gartens. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, ich auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Danke. Und freue mich, wenn ich es dann auf dem Blog sehe. Das kommt uns bald. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Alles Gute und viel Spaß beim Gärtnern. Dankeschön. Gute. Ja. So, jetzt.